Sagen wir auch noch kurz was zum Taylor Swift-Konzert. Oh Ist auch yeah. schon ein bisschen her, aber Bist du Fan? absolut. Ich könnte dir kein einziges Lied von der sagen. Ich habe keine Ahnung. Also wenn Ist ich für im mich so eine weibliche Justin Bieber. ja, wenn ich im Auto bin und irgendwie irgendeine Playlist aufhab und da kommt ein Lied von Taylor Swift, mache ich das irgendwie gleich sofort weiter. Das interessiert mich überhaupt gar nicht. Wisst ihr, ich glaube, ich höre keine Playlist, wo Taylor Swift auftauchen könnte. Manchmal habe ich halt so eine random Musikliste und dann kommt Taylor Swift und ich denke mir, oh nee. Die hören sich auch alle Okay. gleich an, finde ich. Also. Ja gut, wenn ich es höre, kenne ich es vielleicht, aber ich frage mich nicht, keine Ahnung. Die hat einen Und Hit wieso wird die eigentlich gehabt. so gehypt? Weiß es Wie nicht. kam das? Also ich kenne einen Hit, Shake It Off, das war natürlich erfolgreich, aber alles andere ist Ah ja ja, nicht das so. kenne ich auch, ja. Warum ist sie so erfolgreich? Das darfst du mich gar nicht fragen, habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Aber ihr Publikum ist weiblich und jung, hätte ich gesagt. Irgendwas macht sie dahingehend Ja, schon okay. richtig. Verlangt Ja gut, es auch. ist ja auch, glaube ich, das Publikum, das am meisten Kohle bringt. Die jungen Mädels. Ja, das hat zum Vorteil, dass auch immer junge Jungs mitgehen möchten, vielleicht. Und die Oder Mädels. die Väter Weiß halt, nicht. ne? Ja, oder Alles später. sorgen wollen, was halt die Töchter haben wollen. Wo Karma kommt hier rein, pöbelt. Ich habe die Kontrolle über meine Playlist verloren. Ja, das stimmt. Da hast du Ich recht. weiß auf jeden Fall, dass Ricarda Lang ist großer Fan. Ja, Die schminkt stimmt. sich immer so für die Konzerte und zeigt so das Innenleben ihrer Tasche, wenn sie aufs Konzert geht. Das war hier so, ne? Ja, genau. Hat sie von dem Bild hier die Schminktipps abgeguckt, Mensch. Wahrscheinlich. Also, Taylor Swift. Da gab es ja eine Terrorankündigung und dann hat man das ganze Ding abgesagt in Wien. Und so beschreibt die Tagesschau den Taylor Swift-Terroristen. Ein Österreicher. Also hier muss man Ja, auf. dann wissen wir ja, wer es ist, Hier. ne? Hier muss man auf News zurückgreifen, weil andere Nachrichtenformate haben das natürlich nicht benannt. Ich weiß auch nicht, wo dieses Bild aufgetaucht ist. Ich habe es auch mal ungeblurrt irgendwo gesehen. Hm, Ja. klassischer Österreicher. Jeder zweite, das sieht so aus, so klar. Also. Das Bild spricht Bände, mehr muss ich eigentlich gar nicht zeigen. Es waren Österreicher. Aber doch, hier steht auch was von, so wie die getitelt haben, ne? Also Rechtspopulisten nutzen Fall für Stimmungsmangel. So wird es dann. Ich glaube, das ist dann die Zweitmeldung. Erstmeldung, da ist Terror und dann kommt die Rechtspopulisten machen Stimmung. Ein Bub aus der Nachbarschaft. Der mutmaßliche Selbstmordattentäter. Ein Österreicher, in Österreich geboren, in Österreich zur Schule gegangen, aber mit mazedonisch-albanischem Hintergrund. Okay. Und die Rechtspopulisten machen sofort Stimmung damit. Ende September wird gewählt in Österreich. Das ist der Hintergrund. Ja, darf man das jetzt nicht mehr, oder? Also ich glaube, die Berichterstattung soll ja schon noch so weit unabhängig sein, dass man das benennt. Aber gut, wenn ein Wahlkampf Also ist. darfst du als Politiker jetzt nicht mehr sagen, hey, hier gab es einen Missstand. Wir als einzige Partei bieten da einen Ausweg für diesen Missstand an. Das darf man nicht mehr ansprechen. Okay, Nein. merke Ich glaube, ich. Schreibe das ich ist mir schon auf. seit 2015 übrigens. Kannst du mal kurz gucken, wie es aussieht in Österreich? Ich meine, dass die FPÖ bei knapp 30% ist. So, also ist die Nationalratswahl. Also so im Allgemeinen, je nachdem, wen man fragt. Größte Kraft die FPÖ, dicht gefolgt von der ÖVP und dann die SPÖ. ÖVP ist ja die, ich sag mal, die CDU in Österreich. Die ist Die schwarz auch, Christian ja. Kurz Partei, ne? Ja, SPÖ ist klar, SPD und FPÖ ist ja die AfD dann, oder? Die FPÖ, genau, ja. Hat ja auch die blaue Farbe. Ja, okay. Ja. Ja. Ah, und dann geht es noch weiter, ne? Also der 19-jährige Beran A., das war doch ein Bub aus der Nachbarschaft im beschaulichen Ternitz in Niederösterreich. Unauffällig, bis die Polizei kam. I doubt Also hier wurde scheinbar ein Nachbar befragt und der habe den jungen Mann fast täglich auf der Straße gesehen. Ja, genau, berichtet einer aus dem Ort. Er sei nicht unfreundlich gewesen. Okay. Ich bin auch nicht unfreundlich. Nicht unfreundlich, aber in den vergangenen Wochen verändert. Vollbart-Islamisten-Outfit. Es sind Äußerlichkeiten, aber dann doch radikalisiert durch die Terrorpropaganda des Islamischen Staats. Und die Tagesschau macht daraus, ohne weitere Belege, dass die Rechtspopulisten den Terror für Stimmungsmacher nutzen würden. Es fehlt eigentlich nur noch, dass das auch ein Anschlag von rechts ist, weil ich meine, unter was fallen denn diese islamistischen Anschläge? Sie sind doch eigentlich auch rechts.
Weil dann wieder ja, eine Frage. Also rechts ist ja eigentlich immer konservativ, links ist ja immer so ein bisschen progressiv, also wären die ja eigentlich von dem, was sie wollen, konservativ, ergo rechts. Es hat aber trotzdem Unterschiede in religiöse Ideologie. Ja klar, aber das ist ja den Leuten egal, die berichten immer nur rechte und linke Gewalt. Ja, ich weiß nicht. Oder religiös motivierte Gewalt, aber. Mittlerweile sind wir so weit, dass wir das erreicht haben, glaube ich. Am Anfang war es ja rechts, links, fertig, ne? Ja. Glaubst du, dass die das wirklich sauber unterteilen? Oder wenn es halt passt, dann werden die einfach bei den Rechten mit reingerechnet? Also wenn es unbekannt ist, geht es eher in die unbekannte Sparte oder dann doch vielleicht rechts, ne? Da gab es doch auch mal, ich finde ich das kurz, ein Meme. Irgendeiner gefragt, weil ein Syrer oder Afghane hat irgendwo einen Hitlergruß gezeigt. In welche Statistik das eingeht? Natürlich rechts. Ja. Ja, genauso wie wenn irgendwelche Linke das Hakenkreuz falsch rum irgendwo hinschmieren, das ist auch rechts. Ist ja verständlich. Da braucht nur irgendwo noch eine 8 und noch eine andere 8 stehen und dann ist es rechts. Gibt es überhaupt ein linkes Symbol, was man irgendwo hinschmieren kann, was strafbewertend ist? Ja, das A. A mit Kringel, hätte ich gesagt. Also strafbewertet ist es nicht, aber es ist halt immer so ein Indiz, dass es dann links ist. Ja, aber da würdest du jetzt nicht unter... Ich meine, das ist ja auch der Grund, warum rechte Straftaten so hoch sind, weil halt schon die ganzen Symbolbilder verboten sind. Ja. Hast du halt den sonstigen... politischen Ausrichtungen nicht. Ja, und es gibt auch Menschen wie hier die Heide Rampetzreiter. Ein geiler Name, wenn ich irgendwo anrufe und sage, hallo, hier ist die Heide Rampetzreiter. Die wer? Okay, cooler Name. Kann sie ja nichts dafür, tut mir leid. Ja, auf jeden Fall ist das also eine Bloggerin. Auf jeden Fall, ich hätte gesagt, das ist eine Feministin. Die titelt: Terrorpläne gegen Taylor Swift sind auch ein Akt des Frauenhasses. Okay, bin gespannt. Und zwei Fans. Ist es, also wir können jetzt entweder sagen, also ich tippe entweder, weil Taylor Swift eine Frau ist, aber das wäre zu offensichtlich. Oder weil halt im Publikum größtenteils Frauen sind und so ein Anschlag ist dann auch gefährlich fürs Publikum. Ja, ich tippe auf Zweiteres. Ich muss sagen, ich habe das vor einer Woche aufgemacht, ich weiß gar nicht mehr, was da genau drin steht. Auf jeden Fall war es richtig dumm. Also, bist du mal? Dass Terroristen sich offenbar die Konzerte von Taylor Swift ausgesucht haben, liegt nicht nur daran, dass sie der Popstar der Stunde ist, sondern auch daran, wofür sie steht und wer ihre Fans sind. Ich, keine Ahnung, für was sie steht, ich kann es mitdenken. Ja, die ist ja auch so ein bisschen feministisch angehaucht. Also, die Lena Meyer-Landrut ist quasi Taylor Swift auf Wish bestellt. Ja. Mit dem Unterschied, dass Taylor Swift Stadien ausverkauft und Lena Meyer-Landrut. Im alles unteren vierstelligen Bereich Maximum. Okay. Während die mutmaßlichen Möchtegern-Terroristen, deren Pläne zur Absage der 3 Konzerte von Taylor Swift geführt haben, rein nach Größe einer Veranstaltung gegangen, hätten sie auch andere Ziele in Österreich wählen können. Metallica in Ebreichsdorf, Nova Rock in Nickelsdorf, Coldplay später diesen Monat mit gleich 4 Konzerten und wie bei Swift die rund 60.000 verkauften Tickets für jedes Konzert. Doch jene 2 jungen Männer, die nun unter Terrorverdacht festgenommen wurden, haben offenbar die Konzerte von Swift als Ziel ihrer Anschlagspläne in den Fokus genommen. 2 junge Männer? Ja, das frage ich mich jetzt auch gerade. Okay. Den Popstar der Stunde, keine ist derzeit größer als sie und sie ist eine Frau. Okay, keiner also ist größer als sie, woran macht man das fest? An den Tickets vielleicht, die verkauft werden. Hat irgendeine andere große Künstlerin gerade eine Welttour? Keine Ahnung. Also ich wette mit dir, Rammstein verkauft mehr. Ja. Ja gut, 60.000 ist ja gar nichts. Also Ed Sheeran hatte 100.000. Aber sie ist eine Frau. Ja. Sie ist eine Frau. Also wer sich als Frau identifiziert oder wenn es im Pass steht. Das sind ja, die 2 Indizien, habe ich gelernt. Was ist denn die Frau? Woran machst du es denn fest? Wer sich als Frau identifiziert. Okay, ich sehe schon, wir kommen hier nicht weiter. Also sie regt sich jetzt auf, dass quasi Konzerte, Metallica sind ja alles Männer, Coldplay wahrscheinlich auch alles Männer. Da haben sich Frauen einmal was erkämpft, dann wird es kaputt gemacht. Und Nova Rock ist doch ein Festival, oder? Klingt nach einem Festival, kenne ich nicht. Ja. Dann könnte der auch zu Rock im Park oder sonst wohin gehen. Ja, das sind mehr. Ja, jetzt wird es interessant. Solche Anschlagspläne sind ein Akt der Misogynie. Denn Swift verkörpert einen sanften Feminismus, einen, bei dem sich Frauen nehmen, was ihnen zusteht, tun, was sie wollen und Widerstand lächelnd wegdrücken.
auch wenn es mehr Arbeit kostet, wie das neue Aufnehmen alter Alben. Das ist ja auch sowas, ne? Das stimmt, da war mal ein Skandal, dass Taylor Swift ihre Alben neu aufgenommen hat, dass es wieder ihre Musik ist. Also vorher noch irgendwie mit ihrem Dad in irgendwelchen Verträgen hing. Aber hat sie dann einfach das Gleiche nochmal gesungen oder hat sie es anders gesungen? Ja, sie hat einfach das Gleiche nochmal gesungen. Somit gehört es ihr, so wie ich das verstanden habe. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt mit Rammstein vergleiche, die haben auch manche Lieder extra noch auf Englisch aufgenommen. Ist mehr Aufwand. Ihre Texte beschreiben das Leben, die Nöte und Liebeswirren einer Frau. Der überwiegende Teil ihrer Fans sind Frauen. Die Männer, die sich öffentlich zu ihrer Musik bekennen, haben keine Angst, als mädchenhaft abgestempelt zu werden. Dann sind wir ja hier die Klientel ist. Also, ja, also ich kann mir aber schon denken, dass es vielleicht ein Argument ist, wenn sie jetzt wirklich auch so ein Gesicht für das ganze LGBTQ-Zeug ist. Ich weiß es nicht, ich habe mich nie mit dieser Frau auseinandergesetzt. Dass das natürlich nun mal so ein Punkt ist, wenn man sich jetzt als Terrorist jemanden aussucht. Also würde ich mir auch eher dann so eine Person aussuchen als so eine Band, eine Rockband. Weil es halt doch noch Werte sind, die ich dann als Terrorist des Islam nicht vertrete. Ja, das kommt noch dazu. Aber das ist nur, weil es eine Frau ist. Und also ihre Texte beschreiben das Leben, die Nöte und Liebeswirren. Wir hätten vielleicht auch mal Taylor Swift hören sollen, dann würden wir das Leben vielleicht verstehen. Das stimmt, ja. Dann wären wir bessere Menschen. Ja, aber du hast recht, es geht in die Richtung. Die Konzerte im Happelstadion wären auch ein Fest der Weiblichkeit gewesen, mit Kostümen, eigenen Ritualen wie dem schwesterlichen Freundschaftsarmbändertausch, Entschuldigung, und kollektiven Rufen, darunter ein beherztes Fuck the Patriarchy. Diese Zeile ist Teil von Swifts 10-minütiger Ballade All Too Well und wird von den Fans gemeinsam mit voller Kraft hinausgeschrien. Ich glaube, den Islamisten ist Fuck the Patriarchy. Patriarchy. Ich gucke zu wenig englischsprachige Videos. Du bist zu wenig auf Taylor Swift-Konzerten. Ja, es ist doch denen scheißegal. Wenn du mal fragst, kannst du mal die Mädels, die dahin gehen, fragen, hey, was ist eigentlich das Patriarchat? Was bedeutet das? Also es trifft wahrscheinlich auf den Islamismus noch mehr zu als auf unsere Gesellschaft, klar. Aber es wird denen doch scheißegal sein, ob das jetzt 10.000 Frauen schreien oder nicht. Taylor Swift führt sicher nicht den Kampf gegen das Patriarchat an, aber sie etabliert ihn in den Köpfen vieler Menschen und normalisiert ihn. Also sie sind Ally. Sie sind Ally im Kampf gegen das Patriarchat. Woher willst du wissen, dass sie nicht Teil ist? Vielleicht ist sie ja Bi. Ja. Das ist ja auch Trend. Wobei, hast du nicht gesehen, es gibt doch jetzt irgendeine neue Sexualität. Semi-bisexuell. Ja, hast du es gesehen? Ja. Das also sind wir eigentlich auch. Das fand ich tatsächlich zu dumm. Das ist wirklich dumm, oder? Damit wirken sie und ihre Fans bedrohlich auf Anhänger des Islamismus. Ja, bestimmt. Dieser Perversion des Islam, zu dessen wichtigsten Säulen die Unterdrückung von Frauen gehört. Da hat sie recht, aber die sind sicher nicht bedrohlich. Nun mag man einwenden, was ist mit den Anschlagsplänen auf die Pride, die EM, auf Olympia, auf so viele andere, nicht so deutlich weiblich konnotierte Veranstaltungen. Auch sie kann man als das benennen, was sie sind, Angriffe auf unsere Freiheit. Ja. Mit dem letzten Satz gehe ich mit. Ja. Ja. Aber dann zu sagen, das betrifft Frauen mehr als andere. Also dieser Satz hier halt, ne? Solche Anschlagspläne sind ein Akt der Misogynie. Also, ja. Ne, dass der Islam generell, und wir sehen es ja auch an dem, was halt heute in der Gesellschaft passiert, dass darunter meistens Frauen und vor allem junge Frauen leiden, da sind wir, glaube ich, d'accord. Also verstehen es halt nicht, dass man einerseits das kritisiert, aber andererseits diese Leute hier willkommen heißt. Das passt halt nicht zusammen. Ja. Und dann passiert auch sowas. Oder es radikalisieren sich irgendwelche mazedonisch-albanisch-stämmigen Österreicher. Was ist denn mazedonisch-albanisch? Was herrscht da für eine Religion? Ah, die sind da unten auch teilweise islamisch. Ja, aber auch gespalten, also nicht alle. Nee, nicht alle. Ich weiß es auch nicht, ich will jetzt hier nichts Falsches sagen, welche Länder explizit dazu gehören. Aber ja, Albanien gehört auch in die Richtung. Ja, wie gesagt, mal gucken, wie da der demografische... Der wird sich nicht da radikalisiert haben, der hat sich in Österreich radikalisiert. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut euch doch gerne auch die anderen Videos auf unserem Kanal an. Wenn ihr euch für den Austausch mit anderen konservativen Personen interessiert, dann schaut gerne auf dem Angerverse Discord-Server vorbei. Und wenn ihr auf konservative Cover von Liedern steht, kann ich euch den Account von Fulsk und der Akademie empfehlen.
Alle Links findet ihr in der Infobox.